Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen und knackigen FAQ-Video. Im Hintergrund ein bisschen Dart-Gameplay mit der Frage, werfe ich meine erste 180, ja oder nein? Wundert euch nicht, wenn ich manchmal so ein bisschen genervt wirke oder einfach seufze im Hintergrund. Das bin halt einfach ich beim Spielen. Ich will immer die bestmöglichsten, ja, Felder treffen. Meistens Triple 20, mal treffe ich es auch nicht, mal werfe ich auch völlig daneben. Das bin halt einfach ich. Nicht wundern, ich finde jede Aufnahme wirklich richtig gut. Auf ihre Art und Weise. Natürlich die höheren Aufnahmen ein bisschen besser. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir mal mit den Fragen rein. Die ersten kommen vom Levin Gaming. Welches der bisher veröffentlichten F1-Autos finde ich am besten? Oder am schönsten, sagen wir es mal so. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet, Levin. Da kann ich nicht zu viel zu sagen. Deswegen gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Da kann ich nämlich mehr zu sagen. Wie ich meinen Kanal aktuell finde. Und ob ich irgendwelche Punkte habe, die ich gerne verbessern möchte. Und ob mal wieder ein größeres Projekt ansteht. Das könnte mit dem Fußballmanager jetzt soweit sein. Ich weiß nicht, ob die erste Folge schon draußen ist, aber ich habe auch einen Fußballmanager wieder gestartet. Da erhoffe ich mir einfach, dass ich da wirklich regelmäßig Folgen bringe, weil ich kenne das von mir selber, dass ich leider, es tut mir auch wirklich leid für euch, dass ich so ein Projekt dann anfange und nach 10 Folgen schon wieder aufhöre. Das möchte ich auf jeden Fall mit dem Fußballmanager verhindern, dass ich da mal ein paar mehrere Folgen bringe. Und ansonsten, ja, ich habe halt das Gefühl, dass ich sehr viel FIFA bringe. Bringe ich ja auch. Das macht mir momentan halt mit so am meisten Spaß, die Dart-Videos, Ome TV, so im Wechsel immer mal wieder. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Zur Not, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Wunsch, habt ihr irgendwas zu verbessern, könnt ihr gerne unten reinschreiben. Wie gesagt, da bin ich euch auch immer sehr gerne offen und sehr dankbar, wenn ihr mir irgendwelche Tipps gebt oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Schreibt die immer gerne in die Kommentare oder schreibt mich über Discord an. Dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und wo ich die beste Stadionwurst gegessen habe, falls die Antwort Frankfurt ist, fände er es gut, wenn ich die zweite erwähne. Frankfurt ist es nicht. Also ich muss sagen, tatsächlich Hannover schmeckt immer ganz okay. Also was heißt okay, schmeckt immer ganz gut. Und Berlin würde ich noch mit dazu nehmen. Wolfsburg jetzt eher nicht. Ich muss auch sagen, ich bin, wenn ich im Stadion bin, eigentlich nicht so derjenige, der Bratwürste isst. Öfter mal was zu trinken, aber Bratwürste eigentlich nicht. Ich esse immer vorher, bevor ich dann ins Stadion gehe oder habe immer was gegessen, bevor ich ins Stadion gegangen bin. Und ja, deswegen würde ich sagen, Hannover auf der 1, Berlin auf der 2 oder im Wechsel nimmt sich eigentlich nicht viel. Ich weiß das gar nicht. Der letzte Stadionbesuch, müsst ihr euch mal überlegen, war das Pokalfinale 2018. Ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Feels bad. Naja, schauen wir mal, wann es den nächsten Stadionbesuch gibt. Leo Zino, deine Fragen sind dran. Wer ist mein Lieblings-Dartspieler? Also, er spielt leider nicht mehr. Phil Taylor natürlich. Ja, einfach großes Vorbild, große Ikone im Dartsport. Und aktuell habe ich eigentlich gar keinen Lieblings-Dart-Spieler. Ich will gute Matches sehen, spannende Würfe, da kann man das so sagen. Also spannende Spiele, einfach ein paar gute Aufnahmen. Und ich habe jetzt nicht so den Lieblingsspieler aktuell, sonst natürlich Phil Taylor. Und ein Stadionbesuch ist natürlich mal irgendwann auch nochmal geplant, wenn dann die ganzen Maßnahmen vielleicht wegfallen, Maske tragen, wenn wieder Vollauslastung ist. Wir unterbrechen das Fragen-Antwort-Ding für eine mögliche 180. Nein. Und so weiter und so fort. Dann können wir auch gerne nach Braunschweig mal zusammen gehen, Leo. Wenn sich's ergibt, sag Bescheid. Lass mich neben dich sitzen auf deinem Posten. Wenn du irgendwelche Daten aufnimmst, dann können wir das gerne zusammen machen. Und ob ich mich noch beruflich weiterentwickeln will oder auch kann. Also klar, man kann sich immer weiterentwickeln. Gerade so in dem sozialpädagogischen Bereich. Aber ich will aktuell nicht. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und auch wie ich es mache. Muss ich wirklich sagen. Von daher weiß ich nicht, was nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren, 3 Jahren. Aber Stand jetzt werde ich mich wohl nicht weiterentwickeln, was das Berufliche betrifft. Miklas fragt mich, wann ich denn mal irgendwann im Waldstadion wieder zu sehen sein werde, wenn Vollauslastung ist. Miklas, da ist das Problem ja leider, dass ich nicht in Frankfurt wohne und Umgebung. Das ist immer ein bisschen schwierig. 4 Stunden oder 4,5 Stunden. Aber wenn Frankfurt mal irgendwie in Wolfsburg spielen sollte wieder oder was weiß ich, Hamburg, Bremen, Berlin oder Braunschweig irgendwann, dann sag Bescheid. Dann können wir mal zu einem Auswärtsspiel gehen. Das bekomme ich schon eher hin, aber nach Frankfurt ist bei mir logistisch und zeitlich leider fast nicht drinne, sag ich mal. Nicht unmöglich, aber ja, wie gesagt, die Zeit. Die liebe, liebe Zeit. Steve Lehmann, deine Fragen sind dran. Mein Lieblingsessen immer noch Nudeln mit Tomatensauce. Was ich zurzeit aktuell vermisse, ja, einfach unter Leute kommen. Auch mal klar wieder ins Stadion zu gehen, ich als Fußballfanatiker, Fußball selber zu spielen. Ja, aktiv sonntags auf dem Bolzplatz stehen, auf dem Sportplatz stehen, Spiele spielen mit meinen Jungs und halt einfach dieses Soziale. Ich glaube, das, was euch auch fehlt, und Sonne, Wärme.
Bitte, es muss Frühling werden. Ey, dieses triste Wetter geht mir langsam auf den Sack. Mein Lieblingstier ist der Hund. Zeitlich gesehen klappt das bei mir auch leider nicht. Ich hätte gern einen Hund. War vor ein, zwei Jahren in Planung, aber wie gesagt, die Zeit, die liebe Zeit gibt das leider nicht her. Und wo Eddie ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Bei mir ist er nicht. Vielleicht siehst du ihn ja. Schreib mal Eddie an. Vielleicht meldet er sich ja in den Kommentaren. Oder ich schreibe einfach mal eine E-Mail an vermisst bei RTL. Dann können wir ja Eddie zusammensuchen. Und die letzte Frage kommt vom Lyko2967, was ich für ein Ziel habe in diesem Jahr. Nach wie vor, das Ziel gebe ich eigentlich jedes Jahr aus, dass ich euch mit meinen Videos unterhalte, dass ich mich ein bisschen weiterentwickeln kann, dass ich neue Zuschauer dazu gewinne, dass ich mich im Dart verbessere, also dass ich meine Dart-Skills stetig verbessere und ansonsten natürlich gesund bleiben. Das Wichtigste, hab und gut, dass Frieden wieder einkehrt. Das, was zurzeit in der Ukraine passiert, das ist nicht schön mit anzusehen, habe ich ja schon gesagt. Viel Solidarität für alle Ukrainer, auch die hier in Deutschland leben, das ist echt eine richtig scheiß Situation. Und dann, ja, danke ich euch für eure Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Es waren, wie gesagt, ein paar gute Aufnahmen mit dabei. Die 180 habt ihr ja mittlerweile gesehen, habe ich ganz knapp nicht geworfen. Das war halt so ein ganz ärgerlicher Moment, ey. Da hätte ich einen schönen Clickbait-Titel machen können. Aber gut, wie gesagt, es waren auch ein paar Aufnahmen dabei, die habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten. Die waren völlig verhauen. Die waren auch, ja, außerhalb des Bildes, kann man sagen. Aber es macht Spaß. Mir macht Dartspielen wirklich Spaß und euch macht es auch Spaß. Und von daher werde ich demnächst auch mal gegen einen Dart-Bot spielen. Seid also gespannt. Und ich werde vielleicht auch mal so eine Challenge machen, so around the clock, dass ich also versuche, einmal ringsrum die Doppelfäller zu treffen oder irgendwelche anderen Challenges. Und dann, ja, genießt jetzt noch die letzten Aufnahmen. Ich werde dann von der Aufnahme live, also wo ich da geworfen habe, noch ein paar Worte dann loswerden. Und von daher bedanke ich mich schon mal von dieser Stelle. Wünsche euch viel Gesundheit, schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein paar gute Aufnahmen waren mit dabei. Beinahe sogar eine 180. Leider habe ich da ein bisschen zu weit nach rechts gezielt, aber gut, was soll's. Also, Dankeschön für eure Fragen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da für mehr Dart-Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Dart-Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.